Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainfieber. Ja, die Nummer 201 und hier, wir sind bei unserem neuen Güterbahnhof mit angrenzendem Gewerbepark. Ja, der Alltag kehrt wieder ein nach dem Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Anscheinend hat es das getan. Das freut mich natürlich sehr. Sehr viele Klicks, sehr viele Daumen nach oben, zwei nach unten. Tja, das gibt's. Man kann es nicht allen recht machen. Was soll's? Das Aufnehmen hat auch Spaß gemacht, aber eben, jetzt sind wir halt wieder in der Realität, ja, angekommen, im Alltag. Aber, mein Gott, der Alltag hat auch seine Qualitäten, vor allem, wenn man natürlich Trainfieber spielt, wenn der Alltag Trainfieber ist. So, jetzt hat sich hier aber einiges angestaut an Arbeit. Ja, Arbeit ist gut. Hausaufgaben rufen. Ich mache mal ganz schnell Pause. Erstens braucht natürlich unsere Linie, unsere neue Güterlinie. Die braucht Lokomotiven. Dazu kommen wir gegen Ende. Denn jetzt müssen wir erstmal zwei, drei Sachen machen. Ich muss mal gucken. Also, da fehlt ein Signal. So, das sollten wir, wenn ich es finde. Ja, wenn ich es finde, sollten wir es schnell finden. Das ist hier hinten. Genau, bei unserer neuen Strecke. Denn, eigentlich ganz einfach, habe ich irgendwie übersehen. Wo sind hier die Signale? Ihr seht, jetzt ist auch das Hard wieder aktiviert. Ich musste tatsächlich Steam-Reparatur machen, damit das wieder ging. Und dann hat dafür der Schnee gefehlt und dann hat das gefehlt. Das war ein bisschen gebastelt, aber jetzt funktioniert es wieder. Also, Signal hier, das passt. Dann hier hinten haben wir ein anderes. Nur jetzt kommt hier natürlich die andere Linie daher. Und hier hat es noch eine Weiche. Hier kreuzen sich diese Linie und diese Linie. Das heißt, wenn hier kein Signal ist, dann warten die sich hier zu Tode. Jedes Mal, bis hier dazukommt. Also gibt es hier nochmal ein Signal. Dann ist einfach ganz gerecht, wer zuerst kommt, mal zuerst. Beziehungsweise kommt zuerst in den Bahnhof rein. Jetzt muss ich nochmal schnell gucken. Dieses Gleis hier war's. Dann kommt das hier hin. Okay, wir haben hier ja sonst keine Weiche mehr. Ich muss mal ganz schnell gucken, wie sieht es mit der Linie aus. Oder haben wir das Signal weiter vorne gemacht? Nein, haben wir hier gar keins. Dann haben wir das ja sozusagen eigentlich vergessen gehabt. Nanü, nanü. Ah, hier hinten haben wir es. Okay. Das wäre, wenn ich das aber jetzt sehe, das wäre gar nicht nötig gewesen. Dann hätten die Züge halt einen kleinen Vorsprung gehabt. Und wenn sie zu spät kommen sozusagen, dann hätten sie hier hinten warten müssen. Das ist aber jetzt egal. Jetzt ist nur die Frage, nein, das sind ja doch die schnellen Güterzüge. Die langen. Das heißt, wir nehmen das Signal weg und sozusagen zählt jetzt halt dieses hier vorn. Ich hoffe, ich war jetzt bei den richtigen Gleisen, aber doch, das war ich. Okay, hätten wir das. Was jetzt hier noch auch nicht gut ist anscheinend, ist, dass die vierfach, wie war es vierfach? Ich muss schnell gucken, sorry. Ja, die vierfach Dieseltraktion, die hat mal wieder gewendet, als ich die Weichen abgerissen habe. Jetzt müssen wir mal gucken, das ist die Linie hier, die 82. Die suchen wir, den Zug suchen wir am besten hier, denke ich mir mal. 84. Wo haben wir es denn? Das ist, wie gesagt, unsere lange Güterlinie. Mit den langen Güterzügen. Hier. Hier die Vierfachtraktion. Hier hat es ein paar Züge drauf. Das ist, war es doch nicht die 84? 82, wie komme ich nicht zur 84? Hier ist sie ja. Da sieht man sie ja. Ja, ist mal wieder früh morgens und das ist es tatsächlich. Moment, ich hab's gleich. Nanu, waren das schon alle? Ja, jetzt bin ich wieder bei der 84. Ja, nee. Ich wollte gerade sagen, vielleicht anklicken geht's besser. Nein. Dann lädt es erstmal drei Tage wieder die Linie. Aber wir werden diese Vierfachtraktion finden. Ist alles nur eine Frage der Geduld. Die Krokodile. Zwei Loks. Warum ist immer alles zu hinterst oder zu unterst, wenn man sucht? Ja, da ist das hier gar nicht eingezeichnet, dass das vier Lokomotiven sind, jeweils. Das sind hier nur drei. Ja, wie gesagt, die Auswahl ist natürlich relativ groß, aber ich sehe hier keine Vierfachtraktion, hier steht eine 3 dran, das heißt, das sind drei Loks. Ah, hier, das müssten die sein. Zwei solche, eine und eine solche. Gehen wir mal gucken, wo stehst du denn?
hier. Du stehst aber eigentlich richtig. Also wenn man sich die Linien anguckt. Oh, da ist ja noch... Moment. Ja, der steht richtig, aber der andere steht falsch. Und es ist ja Diesel. Vierfach-Traktion. Das ist Strom. So, jetzt hier. Der steht tatsächlich falsch. Der möchte auch nach da hinten. Das ist aber natürlich... Falsch sieht man hier. Der muss wenden. Das werden wir aber relativ zügig haben. So, dann können wir es laufen lassen. Dann macht sich der aus dem Staub. Ja, danke für den Hinweis. Der hätte natürlich hier wieder sonst den ganzen Verkehr blockiert. Ganz logisch. Das wäre dann eher unschön gewesen. So, da fährt er. Uah, das ist eine Brücke, genau. Und da hinten kommt jetzt schon der nächste. Sehr gut. Also dann läuft das hier wieder mit unserer Güterstrecke mit den langen Güterzügen. Da kann man gleich nochmal zugucken. Wir haben das zwar gerade im Special gesehen, aber nicht mit Schnee. Ja, der muss warten. Okay, bis der andere weg ist. Hat trotzdem nett ausgesehen. Gut, was haben wir denn noch? Die Museumsbahn aus Weißwasser. Die stehen sich gegenüber. Aha, gehen wir mal gucken. Schweich. Wo haben wir denn Weißwasser? Mal gucken, ob ich das aus der Höhe hier finde. Arzfeld. Hier ist Weißwasser. Museumsbahn. Die verkehrt irgendwo hier unten. Hier, aber die fährt. Ne, das ist garantiert nicht die Museumsbahn. Hier ist die Museumsbahn. Die fährt aber auch. Und guck mal, wie schön das aussieht mit dem Schnee. Ja, dann nach Weißwasser reindrehen. Das ist natürlich... So, so geht's. Ich drehe jedes Mal in die falsche Richtung. Ich bin nicht vom Planet Base, was ich ja noch Let's Play gewohnt, dass das Ganze irgendwie invertiert ist. Oh, sieht aber schon sehr nett aus. So mit der Schneelandschaft. Das hat doch was. Cool, aber ja eben, die stehen nicht. Oder wo stehen die denn? Ich muss vielleicht dann doch mal die ganze Strecke angucken. Also der fährt, dann geht es hier rauf. Vielleicht standen die halt. Die haben ja hier eigentlich nur ein Ausweichgleis. Das hier. Wenn ich mich richtig erinnere. Und der da oben fährt auch. Ja, standen die hier? Das kann natürlich sein, dass ich die hier für einen Moment angeguckt habe. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was der Zuschauer gesehen hat. Aber wenn ich am falschen Ort bin, dann bitte sagen. Aber das ist die Strecke. Ausflugsziel Weißwasser. Und hier steht eigentlich niemand. Tja, trotzdem, danke für den Hinweis. Dann haben wir das Signal haben wir, das haben wir auch. Ich muss bei der Ölraffinerie hier hinten. Ihr seht schon, das ist jetzt halt von 3 Folgen her, im Prinzip, nein, von 2 plus dem Special sind das jetzt die Sachen, die in den Kommentaren stand. Da hat sich doch das eine oder andere zusammengeläppert. Aber vielen Dank dafür, denn das garantiert, dass hier immer noch alles läuft, nirgends was steht. Denn wenn hier mal der Teufel drin ist und irgendwo was steht, eben, das gibt dann so einen riesen Teufelskreis. Also, hier habe ich irgendwie die Straße weggemacht, den Anschluss. Was versteht man denn unter Anschluss? Hm. Vielleicht, weil hier die Straße fehlt. Ich mache mal hier eine Straße hin, wenn das geht. Das geht. Ich habe irgendwie immer noch nicht ganz raus, wo bei diesen Fabriken der Eingang ist, sozusagen. Ist der jetzt hier oder ist der hier? So, auf alle Fälle viel mehr an Straße kann ich nicht neu bauen. Ich denke, das müsste auch etwas so sein, wie es gedacht war. Sonst bitte nochmal in die Kommentare, wenn hier irgendwas nicht stimmt. Haben wir gemacht. Dann kommen wir zum Containerbahnhof. Hier hinten. Mit den Zügen, die keine Container besitzen. Das werden wir auch noch schnell ändern. Das machen wir jetzt eines nach dem anderen. Linie 147. Das müsste man sich jetzt merken können. Ab ins Depot. So, dann kriegen die nämlich hier Containerwagen. Das hier mit diesen Kesselwagen, das sieht zwar irgendwie cool aus, aber das stimmt schon. Das ist ja, das sieht man ja, dass das ein Containerbahnhof ist. Da machen eigentlich Containerwagen natürlich schon mehr Sinn. Rein optisch. Und das Ganze ist ja rein optisch. Also von daher passt das. Okay. Zug kaufen. Da mache ich mal nochmal schnell Pause. Nicht, dass wir
irgendwas verpassen oder uns das Monatsupdate hier dauernd ausbremst. Das reicht, wenn es mittlerweile doch eine gewisse Ecke dauert, bis hier jeweils Linien und so geladen sind. Mal gucken, dass ich alles erwische. Ja, das wäre zwar schon ein Containerwagen gewesen, aber wir kaufen die mal. Frisch, fröhlich, neu. Güter. Okay, dann gehen wir mal gucken, was haben wir denn hier an Containerwagen eigentlich? Vieles. Das waren schon mal zwei, aber wir schweben hier für den Zug eigentlich ganz bestimmte vor. Man könnte mal so einen nehmen. Einen gelben. So ein. Dann haben wir hier eine ganze Ladung. Gilt das als Container? Das ist schon ein Container hier oben drauf. Sonst, das hier unten ist sicher noch einer. Das ist noch einer. Jetzt hätte ich vielleicht die Länge noch ein bisschen beachten sollen. Das ist auch einer. Gibt es den auch in leer? Ich hätte gerne noch einen leeren Wagen, denn eigentlich... Oder sonst... Hier ist noch einer. Ja, sonst sind die halt schon beladen. Man kann es... Kann man nicht ändern. Jetzt werde ich mir hier aber mal die Linie reinnehmen, damit ich sehe, wo ich dich hin tun muss. Bei Linie zuweisen. 100... Was war's? 129. Tatsächlich. Okay. Dann fahr du mal raus, sobald wir hier wieder laufen lassen. So, gehen wir mal gucken. Hängt alles dran. Jawohl, jetzt brauche ich den Zug natürlich wieder, damit ich den stoppen kann. So, zu früh gestoppt wahrscheinlich. Lassen wir nochmal laufen. Da muss natürlich hinten alle Wagen raus haben. Ah, das sind sogar leere. Guck mal, das ist ja eigentlich noch praktisch. Okay, gut zu wissen. Dann kann man das bei dem Zug, der hier steht, noch ein bisschen öfters machen. Haben wir alle Wagen draußen? Ja, und zwar ziemlich genau. Wenn ich den jetzt wende, dann steht der hier genau vor dem Pfeilbock. Das ist eigentlich wunderbar. Dann ist der drin und der andere, der fährt raus. Gut. Das heißt, der wendet jetzt auch nochmal. Das ist Linie 129. Ist das beides Linie 129? Nein, das sind verschiedene Linien. Okay, Depot. Und fahren. Hier war's. Gut, ist ein Detail, ist klar. Aber das stand, glaube ich, sogar zweimal in den Kommentaren. Und es macht durchaus Sinn, sieht halt besser aus. Wo haben wir das Depot? Hier. Geht wieder einen Moment. Was er da immer lädt, ich weiß es auch nicht. Jetzt Züge kaufen. Ja, wir warten mal noch, bis der ganz drin ist, was er jetzt geschafft hat. Gucken, dass ich mich nicht verklicke, nicht, dass eine Lok flöten geht, sonst müssen wir sie halt wieder kaufen. Das ist ja kein Drama, aber... Was nicht nötig ist, ist halt nicht nötig. So. Züge kaufen. Da nehme ich jetzt gerne diese ganz unten, diese leeren. Das waren die untersten. Die letzten, die wir gekauft haben. War das wirklich so weit unten? Offensichtlich. Ich glaube, der war's. Und dann war es ganz sicher der unterste. Der hier. 1, 2, 3. Dann hätte ich mal gerne, sagen wir mal, zwei mit. Jetzt müssen wir wieder wegen der Länge gucken. Und nochmal zweimal leer. Okay. Ja, schwierig zu sagen, wie das mit der Länge aussieht. Wir müssen es ausprobieren. Das wollte ich gar nicht aufmachen. Ich wollte ja eigentlich hier unten... Den hier, wenn ich es zu fassen kriege. Ich habe mal wieder mein Wasserglas völlig intelligent hingestellt, dass ich mit der Maus nicht richtig hinkomme. Es war nicht die 129, sondern die... Die war es auch nicht. Ist eigentlich egal, wir müssen einfach dieses Gleis hier haben. Die 147. Okay, dann komm mal raus. Da kommt er schon. Wie sieht der denn aus, dass... Denke ich mir, es genauso, wie es gedacht ist. Okay, der ist leer. Das heißt, der kriegt seine Container, in Anführungs- und Schlusszeichen, gesetzt. So, wir wollen natürlich alle
draußen haben. Schön wir den Dieselrauch ausstößt. Hängt hier noch viel dran hinten? Ich weiß es nicht. Wir lassen mal wieder laufen. Ich möchte auch nicht, dass er hier zu weit raushängt. Cool, das ist echt wieder Modelleisenbahn mit den Rangierloks spielen. Kommt da nochmal ein Wagen? Ich glaube ja. Jetzt hat er wahrscheinlich ein Signal im Weg. Sehe ich das richtig, oder? Ja, jetzt hat er ein Signal im Weg. Das heißt, wir machen hier nochmal ein Signal hin. Sonst kriegen wir nicht den ganzen Zug raus. Oder wie viel fehlt denn noch? Da fehlt doch noch... Also ein Wagen fehlt, so wie es aussieht. Oder fehlt der nicht? Wenn man jetzt wüsste, welches der hinterste war. Egal, wir machen nochmal ein Signal. Sonst wenden wir eben. So, jetzt darf er wieder fahren. Anhalten. Doch, doch, da kommt nochmal ein Wagen. Guckt. Aber nach dem müsste dann langsam Feierabend sein. So, jetzt. Dann bist du wo? Ja, hier vorne. Ich denke, das kann man so lassen. Wie gesagt, der steht ja sowieso nur. Der andere steht auch. So, jetzt haben wir sie aber mit Containern. Ja, sieht realistischer aus, gebe ich zu. Passt definitiv besser zu dieser Art Bahnhof. Gut, dann haben wir Linie 131 hat keinen Takt. Das ist natürlich ganz schlecht. Da stimmt wieder irgendwas wohl nicht mehr mit den Gütern und so weiter. Vom Update her. Linie 131. Die ist weiter oben. Offensichtlich. Oder auch nicht. Doch. 131. Die hat keinen Takt. Ja, aber guck mal. Das sind, genau, das sind die Lokomotiven in Weißwasser. Da können wir mal schnell hin. Gleich haben wir hier wieder geruckelt. Nein, es geht. Guter Winkel. Das ist ja interessant. Okay, die haben keinen Takt. Aber die haben keinen Takt, weil sie keine Ladung haben. Die haben ja keine Wagen. Das sind ja auch nur Schönbau-Lokomotiven. Das wusste ich aber auch nicht, dass die dann keinen Takt haben. Offensichtlich wird der Takt berechnet zusammen mit Gütern oder den Passagieren, die transportiert werden. Und wenn man keine Güterwagen angehängt hat oder auch keine Personenwagen, dann hat die Linie keinen Takt. Denn fahren tun sie. Der wartet jetzt hier. Genau, der wartet hier. Und der fährt da durch. Dann kann der jetzt fahren. Außer da steht jemand im Bahnhof. Gehen wir mal gucken. So, Winkel wieder ein bisschen anpassen. Hier hinten. Ja, da ist tatsächlich jemand im Bahnhof. Da kann er im Moment nicht rein. Da wartet er, bis dieser Holzzug wieder weg ist. Ja, ist ein Holzzug. Okay. Nee, das passt. Aber danke für den Hinweis. Das muss man auch erstmal sehen. Und vor allem, jetzt habe ich tatsächlich noch was gelernt hier in der Folge 201. Das wusste ich nicht. Dass wenn die keine Ladung haben, dass sie dann auch keinen Takt besitzen. Aber funktionieren tut sie trotzdem. Fahren tun sie. Das ist ja das Wichtigste. So, dann haben wir die Linie 116 hat einen Takt von 50 Minuten. Da kann dann wohl irgendwie auch nicht alles mit rechten Dingen zugehen. Die Linie 116 hat einen Takt von 4 Minuten. Aha, okay. Dann war hier wohl irgendwo mal Wurm drin, der sich wieder behoben hat. Weil ich kann mir sonst nicht erklären, wie die hier auf 50 Minuten gekommen sind. Ich glaube das natürlich, dass das so war. Aber man sieht hier, jetzt sind sie bei 4 Minuten, das passt. Und der fährt, der wartet hier nicht auf freie Wege. Und der fährt auch, der ist im Tunnel drin. Okay, das ist nicht verboten. Ja, danke für den Hinweis. Haben wir auch schon geklärt. Das ging ja relativ flott. Dann haben wir noch einen Riesenstau an unserem Funkturm. Das Thema hatte ich, glaube ich, noch schnell kurz angeschnitten gehabt. Hier hinten, dass die Leute hier aus Rantzau nach Neubehrend fahrend unsere Ausflugsstraße benutzen, die Vögel. Das ist die schnellste Verbindung von der Stadt hier oben in die Stadt hier unten. Und das ist natürlich auf Deutsch gesagt ein bisschen doof. Das müssen wir ändern.
Wir müssen denen eine Alternative geben. Und das Einfachste ist natürlich einfach ein Tunnel durch den Berg durch. Jetzt nur die Frage, von wo aus? Zum Beispiel hier. Oder hier mit einer Brücke, das könnte man auch. Aber hier würden wir sozusagen... Ja, wenn hier kommen wir sozusagen frei. Oder hier könnte man es natürlich auch machen. Ach, man kann es eigentlich überall machen. Ich mache es jetzt aber mal. Gleich mal mit Autobahn. Ganz frech, damit es auch ein bisschen Geld kostet. Nicht Chrom? Nein, nein. Muss das jetzt hier? Warum will denn das hier Chrom bauen? Wir bauen das mal so. Dann ging es hier dann in den Berg rein. Und dann wollen wir hier irgendwo hier unten wieder rauskommen. Das müsste ja machbar sein. Jawohl. Für 300.000. Das ist ja nicht mal Geld. Oder wir kommen vielleicht sogar hier irgendwo raus. Dann könnten wir da gleich in die Straße rein. Ja, das ist ja perfekt. Und das ist hier genau die Straße, die hochgeht. Gut, das ist gekauft. Anschließen. Macht hier wieder so einen Hugel. Okay, das ist die Autobahnauffahrt. Und jetzt hinten ist schon angeschlossen. Ich denke, ja. Oh, hier nicht rumrechnen und mich aus der Bahn werfen. Oh, jetzt haben wir hier aber eine ordentliche Brücke hingestellt. Das wollte ich so gar nicht. Aber okay, sieht nett aus. Können wir so stehen lassen. Jetzt müssen wir mal gucken, was der Verkehr macht. Jetzt wird sowieso hier kein Stau mehr sein, weil wir an der Strecke rumgebastelt haben. Ja, die Busse hängen noch ein bisschen. Aha, okay. Dann müssen wir denen noch schnell helfen. Die haben sich jetzt natürlich im Stau drin sozusagen angesammelt. Aber wisst ihr was, wir werden hier mal kurz updaten, das Ganze. Und zwar habe ich jetzt hier gar keine Autobahn gebaut. Doch, eigentlich schon. Eine Busspur hier hin machen. Wenn das geht. Ah, und guck mal, da hat es mir die Busspur nicht übernommen. Ah, das ist ja doof. Ich habe ja eine Mod installiert mit den weißen Busspuren. Das hier sind die roten. Das muss ich auch nochmal aktivieren. So findet man nach und nach Sachen, die nach einer Reparatur bei Steam nicht mehr aktiviert sind. Die muss man manuell nochmal, ja, deaktivieren. Hier hängen zwei zusammen. Und dann wieder aktivieren und dann wird sozusagen geladen. Dann überschreibt es den ganzen Spaß. So, kommt ihr jetzt hier langsam? Das sind ja 10.000 Busse, die hier ineinander drin hängen. Nochmal wenden. Den vielleicht mal noch wenden. Ich dachte eigentlich, die müssten weg sein, wenn wir hier die Straße updaten. Oh, jetzt hat aber das Postauto auch ein kleines Problem. So, dann helfen wir dem auch wieder auf den richtigen Weg. Reicht denn das? Eigentlich reicht das hier. Dann ist bei der Bushaltestelle vierspurig. Das müsste reichen, denn man, ja, man sieht jetzt schon, man hat hier keinen Privatverkehr mehr. Das ist aber, weil ich an der Straße rumgemacht habe. Ich glaube nicht, dass die Abkürzung schon groß nutzen. Wobei, hier, die ersten sind unterwegs. Die kann man dann gleich da oben mit dem roten Band begrüßen. Ja, okay, aber sie nehmen es an. Das ist halt der kürzere Weg. Durch den Berg durch. Dann kommen sie hier hinten raus. Ja, und hier sind sie auch schon wieder ordentlich am Kommen. Okay, hier könnte man natürlich auch noch eine breitere Straße machen. Halt. Ach so, doch, das hat schon gestimmt vorhin. Jetzt wollte ich aber updaten. Genau. Geht natürlich nicht. Nicht genügend Platz. Warum das denn? Hier wird es gehen. Hier geht es nicht. Was ist denn hier im Weg? Ich weiß es gar nicht. Die große fette Kreuzung. Hier brauchen wir die Busspur nicht mehr. Hier hinten könnte sie eigentlich nicht schaden. Aber wenn ich sie nicht hinkriege, kriege ich sie nicht hin. Wie viel Straße haben wir hier denn noch? Passt hier eine Autobahn hin? Also irgendwie mag es mir nicht so richtig gefallen. Wisst ihr, was wäre denn das weg? Das ist ein ländliches Gebiet. Das, nein, da mache ich keine Autobahn hin. Es reicht, wenn wir hier so eine Art Gotthardtunnel gegraben haben. Stehen die hier immer noch? Ne, jetzt bessert's. Gut, bin ich froh. Weil das wird sich jetzt einpegeln. Ganz klar. Jetzt haben sie hier freie Fahrt. Da ist kein Privatverkehr mehr im Weg. Man sieht es auch, hier fährt kein einziges Auto mehr. Die nutzen alle
das Tunnel. Sehr schön, gut. Haben wir das Problem auch gelöst. So, dann kommen wir noch zu einer neuen Mod. Hehe. Gibt eine neue, wirklich klasse Mod. Und ja, da die Mod eine Art Feuerwache darstellt, würde ich die gerne in den vier, ja, ich sag mal, größten oder mir liebsten Städten hinstellen. Denn es ist nicht wie beim Schloss, dass ich eigentlich nur einmal auf der Map haben möchte. Das nutzt sich zu sehr ab. Sondern hier, Bürgerhaus mit Feuerwehr, Lötschenrot. Das ist, ich habe es aufgeschrieben, in der Nähe von Fulda. Und das ist ein Depot und sieht wirklich sehr nett aus. Das kann man eben in mehreren Städten hinbauen, denn eine Feuerwehr gibt es überall. Auch wenn dann das Gebäude natürlich immer gleich ist. Jetzt ist nur die Frage, wo? wo kriegen wir das hin? Das ist dann doch recht groß. Und hier mit der Kurve möchte es nicht gebaut werden. Schade, schade. Hier würde es vielleicht reinpassen, wenn die Straße nicht da wäre. Das heißt für mich... Oder... Nee, Moment. Wo haben wir denn hier den Bahnhof? Hier hinten. Passt du irgendwo hier rein? Das müssen wir jetzt halt ausprobieren. Ja, nee. Hier ist auch nicht wirklich. Hier oben wird es gehen. Sind wir ein bisschen zu weit ab vom Schuss. Hier hat es zwar eine Fläche, geht aber natürlich auch nicht hin. Hier beim Ringlokschuppen haben wir leider keine Straße. Hier hätten wir eine. Das wird aber zu krumm. Was haben wir hier hinten? Hier haben wir den anderen Bahnhof. Und auch keinen Platz. Das ist ja... Irgendwo muss es doch Platz haben für unser Feuerwehrdepot. Hier auch nicht, sonst baue ich gleich eine neue Straße hier hin. Hier geht's. Okay, wir bauen es mal hier oben hin und dann verbinden wir die Straße noch. So, wir werden es uns gleich ansehen. Wir bauen es ja in anderen Straßen, in anderen Städten auch noch, habe ich gesagt. Hier mal noch verbinden. Das gibt wieder eine hässliche Verbindung. Ja, so ist sie wesentlich schöner. Gut, lasst uns das Depot mal ansehen. Guck mal hier, mit einem Saal. Jetzt ist leider die Maus wieder im Weg, wenn ich zu nah rangehe. Cool, mit Bühne. Und hier hinten, das ist ja wunderbar. Die kleinen Feuerwehrautos. Das wäre noch cool, wenn die noch rumfahren würden. Wenn man die mal noch als Mod hätte. Kann man die nicht in Gang setzen? Gebastelt sind sie ja. Das wäre doch eine nette Mod. Am besten noch irgendwie vielleicht mit Polizeiautos verbinden. Und Krankenwagen. Das wird einfach realistischer. Denn die Städte sind so groß und nirgends. Nirgends ist Feuerwehr. Deswegen vielen Dank für diese Mod. Jetzt haben wir wenigstens Feuerwehr-Depot. Und sie ist wirklich sehr schön geworden hier, diese Mod. Sehr detailliert halt. Sowas ist natürlich immer sehr nett. Gut, dann hat unser Städtchen hier, Krummstedt, die Feuerwehr. Dann möchte ich sie noch in Rantzau natürlich. Einmal hier rauf. An Neubehrend vorbei. Hier bei unserer frisch gebauten Straße. Nicht zugesetzen. Nö. Hier müssen wir doch eigentlich den Platz haben. Zum Beispiel hier. Genau, an unserer neuen Straße entlang. Na, guck mal an, das geht nicht mal. Warum das denn? Wegen dem Gefälle wahrscheinlich. Das geht hier allen Ernstes nicht hin. Auf der Seite auch nicht. Doch, hier. Ja, aber das ist zu weit weg. Zu spitzer Winkel. Oh, hier geht's hin. Aber kriege ich es nicht... Näher hier irgendwie noch rein, das wäre doch zu schön. Hier, wo wir die ganzen Sachen haben, die Kirche mit Friedhof und die ganzen Bahnlinien. Wir haben hier halt keine Straßen. Und wenn wir hier eine Straße haben, ist es eine Brücke. Oh, hier oben. Okay. Na, das ist doch... Das ging doch gerade. Dachte ich nur, es geht. Weil ich wollte, dass es geht. Schade, ich dachte echt, das geht hier hin. Aber nein, Terrangleichung nicht möglich. Dann müssen wir es doch irgendwo hier unten machen. Zum Beispiel hier. Gut. Das sieht aus wie so in einem Skigebiet hier mit dem Schnee hier hinten. Cool. Die Feuerwehr.
Okay, dann hätten wir die in Rantzau auch. Ist noch ein Fahrzeugdepot. Wisst ihr was, das werde ich gleich mal testen, wo hier die Fahrzeuge rauskommen. Was haben wir hier für Buslinien? Nur sichtbar. Bus. Zum Beispiel die 135, die fährt da hoch. Zum Ausflugsziel. Da können wir eigentlich noch einen Bus machen. Einfach um zu gucken, wo der rausfährt. Warum rufe ich denn jetzt die Linie auf? Weiß das jemand? Damit ich wieder warten muss. Nein, damit ich es genau sehe. Ja, die geht da rauf. Und eben die Busspuren hier, die roten, die muss ich nochmal ändern. Muss ich daran denken. So, dann kaufen wir hier mal diesen kleinen Bus und gucken mal, wo der rauskommt. Jetzt bin ich echt gespannt, wie das gelöst ist. Linie 135. Die 135 haben wir hier unten. Ah, das ist ja cool. Mit Tor, das aufgeht. Wow. Und hier wieder das Skiparadies. Da fehlt wirklich nur noch ein Skilift. Das wäre doch auch mal noch eine Mod. Ein Skilift, aber dafür muss man durch die Schneemod aktiviert haben. Wobei, Skilift, die gibt es auch, wenn es keinen Schnee hat. Die montiert man ja nicht ab über den Sommer. Das ist ein bisschen zu aufwendig, denke ich mir. Gut, dann hat jetzt auch hier Rantzau seine Feuerwehr. Dann fehlt noch Good Old Weißwasser. Wo machen wir hier ein Feuerwehrdepot hin? Hier hätten wir wahrscheinlich mehr Platz. Dafür ist es schwieriger von der Performance her. Nein, das geht schon mal nicht. Geht auch nicht. Hier beim modernen Bahnhof vielleicht. Hier oben wird es hingehen. Das ist aber fast schon außerhalb der Stadt. Wie sieht es denn aus, wenn wir hier ein bisschen weiter reingehen? Nee, das geht nicht wegen der Kurve. Doof. Hier hinten. Irgendwo lichtet sich das Ganze dann eigentlich wieder. Genau. Da sind die Straßen doch schon zu eng. Ah, hier geht's. Okay, das ist gekauft. Cool. Da ist die Feuerwehr hier hinten. Und wisst ihr was? Das ist so eine große Stadt. Das machen wir anders. Wir machen hier hinten, wo ich zuerst war, auch noch eine hin. Für diesen Bahnhof sozusagen. Depot. Wenn wir es auf die Seite machen, das sieht schon mal sehr cool aus. Auf der Seite wäre es ein bisschen fast zu versetzt. Man sieht es aber besser von den Zügen aus, wenn man von hier kommt. Das gefällt mir fast besser, denn es ist näher am Bahnhof. So, wir machen es so. Gut, kann ich hier vielleicht... Jetzt kommt wieder die alte Krankheit. Das ein bisschen weniger hickelig haben. Ja, genau. Ja, das ist ja... Schön, dass das so gut klappt. Da bin ich jetzt beruhigt. Denn dieses Abgefräste hier, das ist halt einfach nicht wirklich so toll. So sieht das doch schon wesentlich angenehmer aus. Hier auch noch ein bisschen korrigieren. Das ist noch gut. Die Bäume bleiben sogar stehen, weil sie Teil der Mod sind. Nicht wie wenn die Bäume vom Spiel sind, dann sind die ja weg, wenn man hier mit dem Wischer rüber flutscht. So, hier noch ein bisschen Fels, das ist auch gut. Da fährt gerade der Talis raus. Da möchte ich noch schnell gucken, wenn wir schon hier sind. Schon auch ein sehr schöner Zug. Muss man sagen. Ja, gut. Ja, liebe Leute, das war jetzt die Folge 201 und das waren ja nur Hausaufgaben, die wir hier gemacht haben. Aber ich hoffe, hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht zum Zusehen. In der 202 werden wir dann definitiv die Güterzüge kaufen, die wir bei dem neuen Güterbahnhof auf die Reise schicken, um Erz abzuholen. Gut, danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.